und stellt nicht den i ab oder was auch immer irgendwo in die Ecke und klebt irgendwo draußen ein Plakat an die Scheibe von wegen, wir sind jetzt elektrisiert. Das reicht nicht. Es reicht einfach nicht aus. Der Kunde möchte ein einfaches, verständliches Gesamtkonzept haben. Hallo, hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Vielen Dank, dass ihr zu diesem Video eingeschaltet habt. Das ist für mich ein wirklich interessantes, sehr wichtiges Thema. Ich bin jetzt schon mal sehr auf eure Kommentare gespannt. Lasst uns loslegen. Wie war eigentlich eure Erfahrung beim Kauf eines Elektroautos? Seid ihr da vernünftig beraten worden? Ist euch vielleicht gleich eine Wallbox mitverkauft worden? Ein Kontakt zu einem Elektriker? Vielleicht ist das Thema Stromladekarte, PV-Anlage oder Blockheizkraftwerk irgendwie das Thema irgendwie bei euch angesprochen worden? Nein, bei mir auch nicht damals. Im Gegenteil. Wenn es nach dem Verkäufer gegangen wäre, dann hätte ich sicherlich einen Verbrenner gehabt, wenn ich aus dem Autohaus gegangen wäre. Ich musste mich so ein bisschen durchsetzen. Naja, das möchte ich mal zum Thema machen. Und zwar in diesem Video. Ich habe eine E-Mail bekommen, eine Ergebnis-E-Mail von einer Umfrage, bei der ich vor einiger Zeit teilgenommen habe. Und die Ergebnisse dieser Studie zum Thema Autokauf, die sind ziemlich erschreckend. Lasst uns mal in die E-Mail reingucken, die ich da bekommen habe. Also, Ergebnisse dieser Studie. Nummer 1. E-Autokäufer benötigen eine ganzheitliche Beratung. Klar, wenn ich ein Elektroauto kaufe, dann muss ich auch wissen, wie lade ich das, wo lade ich das, kann ich vielleicht eine PV-Anlage, die ich schon zu Hause habe oder die ich mir anschaffen möchte, irgendwie damit in Verbindung bringen. Es wird also eine Komplettberatung, eine Komplettlösung erbeten von den Kunden. Und vor allem bietet das ja auch für Autohäuser eine Möglichkeit, sinkende Umsätze durch weniger Service an den Elektroautos, durch das Verkaufen von Beratungsleistung für PV-Anlagen, für Wallboxen und so weiter und so fort auszugleichen. Aber das wird anscheinend von den Autohäusern noch überhaupt gar nicht wahrgenommen und in den allerseltensten Fällen auch umgesetzt. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie das bei euch war. Dann steht hier weiter, wer ein E-Auto kaufen will, der muss den Kunden auch zum Laden beraten können. Na klar, ich muss mich also auch auskennen als Autoverkäufer. Eigentlich reicht es nicht zu sagen, ja, wir haben hier so eine hausinterne Ladekarte, die gebe ich Ihnen mal mit oder die bekommen Sie zum Auto dazu, das ist alles prima. Aber eigentlich wäre es doch sinnvoller, wenn ich vielleicht auch mal Bescheid weiß, wie ist das eigentlich im Ausland oder wie ist das, wenn ich meinen angestammten Bereich verlasse? Wie ist das, wenn vielleicht die Ladestation, sag jetzt mal, beim VW-Händler nicht funktioniert, aber beim BMW-Händler geht die? Wie kann ich da laden? Dazu muss ein Autoverkäufer einfach Bescheid wissen. Der Kunde, der will das wissen. Ich bin mir sicher, dass ihr das auch wissen wolltet. Dann, ganz interessant, die Prozesse beim Autoverkauf, die ähneln immer noch viel zu sehr dem Verkauf eines Verbrennerautos. Da steht hier zum Beispiel, dass in den Informationen steht, das Elektroauto hätte eine Eingangautomatik. Hallo, Eingangautomatik? Das widerspricht sich einer Automatik, Eingang, sowas gibt es überhaupt nicht, ja. Aber die wirklich wichtigen Sachen, wie zum Beispiel, wie schnell lädt das Auto, was ist die maximale Ladeleistung, was bedeutet das für mich als Kunde, ob ich jetzt mit 11 oder mit 22 oder mit 7,4 kW lade in der Praxis, was heißt das eigentlich, ja? Anscheinend keine Informationen der Hersteller dazu an die Kunden. Das kann doch nicht wahr sein, ja? Nächster Punkt hier zum Beispiel: Auch Anbieter von Ladelösungen für zu Hause haben ein großes Potenzial. Na klar, wenn ich als Autoverkäufer meinem Kunden gleich noch, wie gesagt, eine PV-Anlage verkaufen will, ist das super. Wenn ich aber meinen Kunden auch super berate, von wegen, ja, ich weiß, das Auto kann 22 kW laden, aber glauben Sie es mir, Sie brauchen das nicht zu Hause. Sie kriegen damit vielleicht sogar ein Problem mit dem Netzbetreiber. Laden Sie doch zu Hause mit 11 kW, das klappt, die Nacht ist lang genug, ja. Also man hat. Aus dieser Studie ging eindeutig hervor, die Autohäuser, die Autoverkäufer, nicht alle, das weiß ich, soll kein generelles Autoverkäufer-Bashing sein, die wissen einfach häufig noch nicht gut genug Bescheid und daran muss unbedingt gearbeitet werden. Jetzt gucken wir doch mal spaßeshalber auf so ein paar Webseiten von Herstellern, die E-Autos verkaufen. Ich habe wirklich mal, ja, ich will nicht ganz sagen, frei nach Leber schon so ein bisschen sortiert, aber ich habe einfach mal so ein paar Seiten hier mal aufgerufen. Fangen wir mal an bei Opel. Opel ist ja sicherlich bei vielen von euch noch nicht unbedingt so als große Elektroauto-Firma irgendwie drin. Da gibt es den alten Opel Ampera, den neuen Ampera E.
Dann kommt jetzt der Opel Corsa E und als Plug-in haben sie den Grandland X. Also so ein bisschen was kommt da. Opel will auch viel stärker in die E-Mobilitätsbereich reingehen. Aber wie sieht es da auf deren Webseite aus? Schauen wir uns das doch mal an. Ja, ich habe mal diese Seite hier auf. Da steht erstmal E-Mobilität leicht gemacht. Ne? Das hört sich doch irgendwie schon mal richtig gut an. Und wenn man dann hier so ein bisschen durchscrollt, dann ist das erste Thema, was gleich kommt, entdecken Sie unser Ladenetz. Wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, stellt man fest, naja, das ist natürlich nicht das Ladenetz von Opel, sondern die kooperieren hier mit Plug Surfing und haben hier alle Ladestationen drin, die von ihren Autos genutzt werden können. Also es ist natürlich nicht das Ladenetz von Opel. Hier mal so ein Bereich aufgezogen im Berlin Südwest. Und wenn man mal so ein bisschen rausscrollt, dann sieht man also alle Ladestationen, die hier mit Opel-Fahrzeugen genutzt werden können, schön angezeigt. Okay, also Sie verlassen sich auch hier auf einen externen Dienstleister. Dann, das finde ich ganz gut, machen Sie sich bereit, hier ganz viel Erklärung zum Thema Strom. Was ist Strom? Was ist Leistung? Was ist der Unterschied zwischen Gleichstrom, Wechselstrom? Wie funktioniert ein E-Motor? Wie ist das mit der Reichweite? Was sind eigentlich die ganzen Begriffe, PHEV, BHEV und so weiter und so fort? Alles drin. Betriebskosten eines Autos finde ich auch ganz klasse. Services, wie laden Sie zu Hause, laden unterwegs? Auch ein Reiseplaner ist dabei. Und so weiter. Also es ist eine ganze Menge an Informationen, die man hier bekommt. Das finde ich auch recht übersichtlich dargestellt. Was hier fehlt, ist zum Beispiel so ein Hinweis darauf, wie ist es eigentlich, wenn ich eine PV-Anlage habe oder was kann ich machen, wenn ich ein Haus habe, bei dem eine PV-Anlage drauf könnte. Also mir fehlt jetzt zum Beispiel so ein Service, wenn Sie wollen, kommen wir zu Ihnen und checken mal, ob Ihr Haus für eine PV-Anlage geeignet ist. Ja? Fehlt mir bei Opel, aber okay, der Anfang ist schon mal gemacht. Gucken wir mal, wie es bei Renault aussieht. Renault rühmt sich ja schließlich, das Elektroauto für Deutschland zu verkaufen. Ist auch nett dargestellt hier. Aber ich muss ehrlich sagen, bei der Seite von Renault, ja, also es gibt ein paar Informationen, so wo finde ich die nächste Ladestation, wie lange dauert das und welchen Vorteil hat das Charging-System in der Zoe und wie lade ich zu Hause aus. Aber so richtig, ehrlich gesagt, überzeugend tut mir das nicht. Hier unten ist schon wieder vieles so mit Finanzierung und Serviceverträge und so weiter. Und das Thema eigene Ladekarte, Ökostrom überhaupt, dieses ganze Ökosystem erklärt. Fehlt mir hier noch ein bisschen irgendwie. Also ich finde, Renault kann hier noch ein bisschen nachholen, insbesondere weil sie ja schließlich auch nicht schlecht Stückzahlen an der Zoe verkaufen. Ja. Da fehlt mir noch ein bisschen was, vielleicht auch Informationen für Gewerbetreibende. Wie ist das, wenn die laden? Oder für den Bereich Dienstwagen. Ja. Was für Möglichkeiten gibt es da, eine Zoe oder was auch immer da ist, als Dienstwagen zu Hause zu laden? Ist also auch noch ein bisschen ausbaufähig hier bei Renault. Gucken wir mal bei BMW. Ja, BMW habe ich hier mal aufgerufen. Die Webseite von BMW, muss ich sagen, hat mich ziemlich enttäuscht. Ich finde sowieso, muss ich ehrlich sagen, die Webseite von BMW irgendwie unübersichtlich, aber das ist vielleicht Geschmackssache. Hier steht was zum Umweltbonus, da steht schon was von Dienstwagenbesteuerung bei BMW, haben sie schon mal aufgeführt. Das ist schon mal okay und prima. Was zum Thema Reichweite und das war's eigentlich irgendwie auch schon, was bei BMW steht. Da steht noch ein bisschen was zum Aufladen, aber dass mir hier sowas wie eine PV-Anlage angeboten wird oder wie koppel ich mein vorhandenes Mini-BRKW, was ich im Keller habe, zum Laden, finde ich hier auch nicht. Also finde ich nicht so gut. Völlig klar, jetzt gucken wir mal bei Tesla, weil Tesla ist jetzt so ein klassischer oder das ist ein reiner Elektroautohersteller. Und wenn die es nicht richtig machen, wer eigentlich dann? Also, wenn ich mir bei Tesla die Homepage aufrufe und mal so ein bisschen mir die Mühe mache, hier runter zu scrollen, dann, und das finde ich jetzt wirklich gut, komme ich hoffe, dass das sich jetzt schnell hier aktualisiert, da ist es, dann komme ich schon bei dem zweiten oder dritten Screen, den ich nach unten rolle, auf das Thema Solarstrom für alles. Ja, Solarkollektoren, na, eigentlich müssen es Photovoltaikmodule heißen. Solarkollektoren sind ja schließlich für Wärme und Powerwall. Und wenn ich jetzt hier weiterklicke, dann bekomme ich tatsächlich mal Informationen darüber, wie ich das alles miteinander kombinieren kann. Muss da also jetzt wirklich erst Tesla kommen und wieder mal den anderen vormachen, wie es richtig gemacht wird, wie man seine Kunden abholt, wie man ihnen auch an so einem schönen Bildchen mal zeigt, wie toll das aussehen kann, mein Haus. Klar, hier ist natürlich ein sehr schönes Beispiel, aber Haus mit Solaranlage drauf, Autoladestation und so weiter.
Ach ja, also ich glaube, ihr merkt schon, ich bin schon wieder so ein bisschen, habe ich mich wieder in Rage geredet, aber irgendwo denke ich so, jetzt muss doch mal hier langsam von den Herstellern ein bisschen mehr kommen, als einfach nur Autos zu verkaufen. Nutzt doch einfach mal die Chance. Hört auf zu meckern, von wegen uns gehen After-Sales-Services verloren und wir müssen Arbeitsplätze abbauen, wir müssen so viel investieren in die Fort- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter und so weiter und so fort. Das ist eine Chance. Nutzt diese Chance jetzt. Tut euch zusammen mit lokalen, regionalen PV-Lieferanten, Wallbox-Herstellern, Elektroinnung und was alles ist und bietet uns, euren Kunden, hier ein Gesamtkonzept an und überzeugt und begeistert eure Kunden im Autohaus dafür und stellt nicht den i-Up oder was auch immer irgendwo in die Ecke und klebt irgendwo draußen ein Plakat an die Scheibe von wegen, wir sind jetzt elektrisiert. Das reicht nicht. Es reicht einfach nicht aus. Der Kunde möchte ein einfaches, verständliches Gesamtkonzept haben. Ja, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Bin sehr auf eure Meinungen gespannt. Schreibt es mal unten in die Kommentare bitte. Ich freue mich auf eine lebhafte Diskussion dazu. Vielleicht seid ihr der Meinung, dass ich völlig übertreibe, dass man das Autoverkäufer nicht zumuten kann, die Rolle hier von Energieberatern einzunehmen. Aber ist einfach meine Meinung. Ich bin auf eure Meinungen gespannt. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Wenn es euch gefallen hat, dann das wäre super, wenn ihr unseren Kanal abonnieren könntet. Drückt auch die Glocke, dann seid ihr immer informiert, wenn von uns ein neues Video kommt. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Julian sagt ciao. Ciao.